Willkommen zu dieser geführten Einschlafmeditation. Diese Meditation wird dir helfen, Wunder zu erfahren in allen Bereichen deines Lebens. Mein Name ist Raphael Kempermann und ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu dieser Meditation, die dich ermächtigen wird, Wunder zu erfahren. Auf geheimnisvolle Weise wird in den nächsten Wochen etwas Neues in dein Leben kommen. Etwas, das dich und dein Leben auf positive Weise verändert. Wunder stehen nicht im Gegensatz zur Natur, sondern nur im Gegensatz zu dem, was wir über die Natur wissen. Mit diesem Zitat von Augustinus von Canterbury lade ich dich ein, mich auf dieser Reise zu begleiten. Du musst nicht an Wunder glauben, um mir zu folgen, aber ich empfehle dir, zumindest für diese Meditation, deine Zweifel beiseite zu legen und dich zu öffnen für die unendlichen Möglichkeiten, die das Leben dir bietet. Das Leben selbst schreibt die wundersamsten Geschichten. Löse dich etwas von deinen Erwartungen, deinen Gewissheiten und deinem Wissen und lausche ab jetzt mit deinem Herzen. Mache es dir nun ganz bequem in deinem Bett, kuschel dich ein und lösche das Licht. Achte darauf, dass du ab nun ganz ungestört bist, so dass du am Ende dieser Meditation einfach in den Schlaf gleiten kannst. Nimm nun 3 tiefe Atemzüge. Atme tief und gleichmäßig ein und aus. Und wenn du magst, dann stöhne etwas beim Ausatmen. Ich bitte dich nun, ganz in die Gegenwart zu kommen, ganz hier zu sein. Das bedeutet, dass du hierher zurückkommst, jedes Mal, wenn deine Gedanken abschweifen. Eine einfache Methode, ganz in den Moment zu kommen, ist das bewusste Atmen. Darum richte deine Aufmerksamkeit nun noch einmal auf deine Atmung. Beobachte, wie dein Atem ein- und ausströmt. Sei ganz da, hier bei deiner Atmung. Bei meiner Stimme und der Musik. Richte deine Aufmerksamkeit nun auf deinen Körper und fühl mal, wie fühlt sich dein Körper gerade an? Entspanne dich nun ganz bewusst, so gut es dir möglich ist.
Entspanne deine Stirn, deinen Kiefer und deine Wangen. Entspanne deinen Nacken und deine Schultern. Entspanne deine Brust, deinen Bauch und dein Po. Kipp dein ganzes Gewicht ab. Lass dich fallen. Lass alle Muskeln los. Werde ganz weich. Gib dich ganz der Entspannung hin. Alles ist gut. Alles darf sein. Du bist ganz da. In Stille. Und Entspannung. Genieße diesen Zustand für einen Moment. Richte deine Aufmerksamkeit auf dein Herz. Auf dein energetisches Herz. Dieses sitzt auf der Mitte deiner Brust. Wenn du magst, dann lege deine Hand auf dein Herz. Atme bewusst in dein energetisches Herz. Und bleibe mit deiner Aufmerksamkeit bei deinem energetischen Herz. Und spür mal, wie es mit jedem Atemzug wächst und zu strahlen beginnt. Kannst du das fühlen? Der Weg des Herzens ist ein Weg der Wunder. All dein Wissen und deine Strategien, deine Erwartungen und deine Ängste haben für dein Herz keine Bedeutung. Dein Herz ist mutig. Spürst du das? Es ist dein Verstand, der deine Welt konstruiert, und dein Herz schaut milde zu. Dein Herz sagt ja oder nein, gut oder schlecht. Es zögert nicht, es kalkuliert nicht und es fürchtet nicht. Die Stimme des Herzens ist einfach, bedenkenlos, naiv und klar. Vertraue den Impulsen deines Herzens und folge ihnen. Auch wenn es vielleicht nur ein kleiner Schritt ist, vermag dieser, dein ganzes Leben zu verändern. Aber fühle selbst, was sagt dein Herz zu diesen Worten? Ja oder nein?
Ich bin bereit für Veränderung und Wachstum. Ich kann alles erreichen. Ich gebe mich hin und vertraue. Ich bin offen für Wunder. Bevor wir nun mit der Visualisierung beginnen, die dir helfen wird, Wunder zu wirken und zu erfahren, bitte ich dich in Gedanken, folgende Worte nachzusprechen. Ich gehe den Weg meines Herzens. Ich stehe zu meinen Gefühlen. Ich bin wach für die unendlichen Möglichkeiten. Ich bin mutig und vertraue meiner Intuition. Ich manifestiere Wunder. Öffne nun dein Herz für die wundersame Reise deines Lebens, für positive Veränderung, für Wandlung. Erzeuge nun folgendes Bild mit dem kreativen Teil deines Geistes, deiner Fantasie. Du stehst inmitten eines dichten Waldes. Einzelne Sonnenstrahlen fallen durch die hohen Baumwipfel hindurch und berühren wärmend deine Haut. Der süße Duft der aufgewärmten Erde und der ätherischen Öle der Nadelbäume dringt in deine Nase. Du atmest die angenehme Luft tief ein. Vögel, Insekten und Schmetterlinge schwirren durch die Luft. Es ist ein buntes Treiben. Die Schönheit, die dich umgibt, verzaubert dich. Du bist dankbar, jetzt hier zu sein, an diesem wunderschönen und lebendigen Ort. Da fällt dir auf, wie viel Leben hier existiert, mehr als in jeder Stadt. Du bist umgeben von Lebendigkeit, von Schönheit, von Wachstum und von Fülle. Ein schmaler Pfad führt durch den Wald und du folgst ihm, ohne zu wissen, wohin er dich führt. Du bist ganz da, und mit jedem Schritt, den du gehst, lässt du deine Vergangenheit hinter dir. Du gehst zu auf eine ungewisse Zukunft, aber du bist ganz da. Jetzt bist du ganz da, in diesem Moment, und flanierst in ruhiger Gelassenheit vorbei an den mächtigen Bäumen, an bunten Blumen und Sträuchern, und genießt die Schönheit, die dich umgibt. Wie schön ist diese Welt, voller Leben, voller Möglichkeiten, unendliches Potenzial.
je weiter du gehst, umso leichter wird es dir. Es ist, als würde die Energie dieses Ortes nach und nach in dich einströmen, dich stärken und reinigen. Deine Aufmerksamkeit fällt auf etwas, das in der Ferne glitzert. Du gehst darauf zu, bis du erkennst, dass es ein ovalförmiger Spiegel ist, hier mitten im Wald. Du betrachtest dein Spiegelbild und siehst dir in die Augen. Seltsam. Noch nie zuvor hast du deine Augen so intensiv leuchten gesehen. Fasziniert von deinem eigenen Anblick, fällt dein Blick auf eine Inschrift am Fuße des Spiegels. Dort steht: Alles ist möglich. Du berührst den Spiegel und deine Hand taucht ein Stück in das scheinbar flexible Glas und hinterlässt einige kleine pulsierende Wellen, die sich bis zu den Rändern hin ausbreiten. Du machst einen Schritt und gehst durch den Spiegel hindurch. Du stehst inmitten einer weiten Wüste. Soweit dein Auge reicht, siehst du Sanddünen. Sanft geschwungene, ockerfarbene Wellen bis in den Horizont. Neben dir steht ein Brunnen. Und neben dem Brunnen steht eine goldene Schale, die mit Samen gefüllt ist. Über dem Brunnen hängt eine Seilwinde. Du ziehst an dem Seil und bemerkst einen Widerstand. Du ziehst weiter und erkennst, dass ein mit Wasser gefüllter Eimer nach und nach aus der Tiefe nach oben kommt. Das Wasser glitzert wie pure Energie. Fasziniert blickst du in das Wasser und erkennst dein eigenes Spiegelbild. Und da nimmst du eine leise Stimme wahr. Ich bin offen. Ich vertraue. Ich gebe mich hin. Ich erfahre Wunder. Intuitiv nimmst du einen Samen aus der Schale, die neben dir steht, und pflanzt ihn in den trockenen Sand. Plötzlich verändert sich deine Umgebung und du findest dich in einer Situation deines alltäglichen Lebens wieder. Alles kommt dir normal und so vertraut vor. Doch etwas ist anders. Etwas hat sich verändert. Etwas Neues ist da. Vielleicht ist es eine Begegnung mit einem anderen Menschen. Vielleicht eine neue Möglichkeit, eine Chance,
die sich dir anbietet? Was hat sich verändert? Nimm dir etwas Zeit und stelle dir vor, wer jetzt in dein Leben gekommen ist oder was sich verändert hat. Wie fühlt sich diese Veränderung an? Wie fühlt sich dein Leben jetzt an? Spüre noch einmal in dein energetisches Herz. Was fühlst du? Nimm noch einmal 3 Atemzüge. Und dann kehre zurück in die Wüste, wo du dein Samenkorn eingepflanzt hast. Du bist glücklich über die neue Möglichkeit, die sich dir gezeigt hat, und du bist neugierig, welche anderen Möglichkeiten sich dir noch zeigen werden. Und so nimmst du ein weiteres Samenkorn aus der Schale und pflanzt es ein. Du findest dich wieder in deinem alltäglichen Leben. Du bist in der Natur, an einem schönen Platz, den du kennst und magst. Du nimmst die Schönheit dieses Ortes ganz in dich auf. Und da überkommt dich eine Erkenntnis. Vielleicht steigt sie aus der Tiefe deiner Intuition auf. Vielleicht wird sie dir von einer Wesenheit überbracht. Wie lautet die Botschaft deiner Erkenntnis? Falls du keine Erkenntnis wahrnimmst, dann grüble nicht länger darüber nach, sondern bleibe in dieser offenen, freudvollen Erwartung. Gerade jetzt ist vielleicht noch nicht die richtige Zeit, dir dieser Botschaft bewusst zu werden. Sie wird sich zeigen in den nächsten Wochen. Bleibe noch einen Moment hier und nehme deine Erkenntnis oder die nahende Erkenntnis ganz dicht an dich heran. Bleibe einen Moment dieser Energie in diesem Raum. Du
kehrst zurück zur Wüste und nimmst einen weiteren Samen aus der goldenen Schale. Du pflanzt ihn ein und wieder verändert sich deine Umgebung. Dir geschieht ein Wunder. Was könnte dieses Wunder sein? Lass es aus deiner Tiefe aufsteigen und beobachte, wie sich dein Leben ab jetzt verändert und entfaltet. Du hast einen Raum geöffnet. Einen Raum, der dir helfen wird, positive Veränderung zu manifestieren. Du bist verbunden mit diesem energetischen Raum und du bist offen und empfänglich für alles, was sich dir zeigen wird. Dankbar kehrst du zurück in die Wüste. Du nimmst den Eimer mit Wasser und gießt deine Samenkörner damit. Du beobachtest, wie das Wasser in den sandigen Boden eindringt. Du weißt, dass sich etwas zeigen wird. Du spürst, dass Veränderung und Transformation geschehen wird. Etwas beginnt zu wachsen. Hier, an diesem Ort. Alles ist möglich. Die Sonne geht unter. Du legst dich in den warmen Wüstensand und blickst in die Sterne. Diese unendliche Weite, diese unendlichen Möglichkeiten. Sei dir gewiss, genau jetzt beginnt sich etwas zu verändern für dich. Nimm noch einige Atemzüge und komme zurück in deinen Körper und in dein Bett. Atme ganz bewusst, erde dich, gleite nun sanft in deinen Schlaf. Ich werde nun noch Affirmationen sprechen. Du musst diese nicht bewusst wahrnehmen. Sie werden in dein Unterbewusstsein sinken und dich weiter öffnen für die Manifestation. Ich bin Geschöpf und Schöpfer zugleich. Ich bin Teil dieser unendlichen Fülle und Schöpfer aus der Ewigkeit. Ich bin offen und bereit für Wunder.
Ich folge dem Weg meines Herzens. Ich stehe zu meinen Gefühlen. Ich nehme auch kleine Impulse wahr. Ich bin wach für die unendlichen Möglichkeiten. Ich bin voller Liebe und Dankbarkeit. Ich vertraue. Ich bin offen für Erkenntnis. Ich lausche und empfange. Ich vertraue meiner Intuition. Ich wirke Wunder. Ich erkenne mich im Spiegel des Lebens. Ich bin voller Hingabe und Vertrauen. Ich bin mutig. Ich vertraue den Botschaften meines Herzens. Ich bin empfänglich und berührbar. Ich gebe mich hin und folge meiner Intuition. Die Energie fließt frei durch mich. Ich bin flexibel und durchlässig. Ich bin ganz heil. Ich bin ganz. Ich bin. Ich bin Geschöpf und Schöpfer zugleich. Ich bin Teil dieser unendlichen Fülle und Schöpfer aus der Ewigkeit. Ich bin offen und bereit für Wunder. Ich folge dem Weg meines Herzens. Ich stehe zu meinen Gefühlen. Ich nehme auch kleine Impulse wahr. Ich bin wach für die unendlichen Möglichkeiten. Ich bin voller Liebe und Dankbarkeit. Ich vertraue. Ich bin offen für Erkenntnis. Ich lausche und empfange. Ich vertraue meiner Intuition. Ich wirke Wunder. Ich erkenne mich im Spiegel des Lebens. Ich bin voller Hingabe und Vertrauen. Ich bin mutig. Ich vertraue den Botschaften meines Herzens. Ich bin empfänglich und berührbar. Ich gebe mich hin
und folge meiner Intuition. Die Energie fließt frei durch mich. Ich bin flexibel und durchlässig. Ich bin ganz heil. Ich bin ganz. Ich bin. Ich bin Geschöpf und Schöpfer zugleich. Ich bin Teil dieser unendlichen Fülle und Schöpfer aus der Ewigkeit. Ich bin offen und bereit für Wunder. Ich folge dem Weg meines Herzens. Ich stehe zu meinen Gefühlen. Ich nehme auch kleine Impulse wahr. Ich bin wach für die unendlichen Möglichkeiten. Ich bin voller Liebe und Dankbarkeit. Ich vertraue. Ich bin offen für Erkenntnis. Ich lausche und empfange. Ich vertraue meiner Intuition. Ich wirke Wunder. Ich erkenne mich. Im Spiegel des Lebens. Ich bin voller Hingabe und Vertrauen. Ich bin mutig. Ich vertraue den Botschaften meines Herzens. Ich bin empfänglich und berührbar. Ich gebe mich hin und folge meiner Intuition. Die Energie fließt frei durch mich. Ich bin flexibel und durchlässig. Ich bin ganz heil. Ich bin ganz. Ich bin. Ich bin Geschöpf und Schöpfer zugleich. Ich bin Teil dieser unendlichen Fülle und Schöpfer aus der Ewigkeit. Ich bin offen und bereit für Wunder. Ich folge dem Weg meines Herzens. Ich stehe zu meinen Gefühlen. Ich nehme auch kleine Impulse wahr. Ich bin wach für die unendlichen Möglichkeiten. Ich bin voller Liebe und Dankbarkeit. Ich vertraue. Ich bin offen für Erkenntnis.
Ich lausche und empfange. Ich vertraue meiner Intuition. Ich wirke Wunder. Ich erkenne mich im Spiegel des Lebens. Ich bin voller Hingabe und Vertrauen. Ich bin mutig. Ich vertraue den Botschaften meines Herzens. Ich bin empfänglich und berührbar. Ich gebe mich hin und folge meiner Intuition. Die Energie fließt frei durch mich. Ich bin flexibel und durchlässig. Ich bin ganz heil. Ich bin ganz. Ich bin. Ich bin Geschöpf und Schöpfer zugleich. Ich bin Teil dieser unendlichen Fülle und Schöpfer aus der Ewigkeit. Ich bin offen und bereit für Wunder. Ich folge dem Weg meines Herzens. Ich stehe zu meinen Gefühlen. Ich nehme auch kleine Impulse wahr. Ich bin wach für die unendlichen Möglichkeiten. Ich bin voller Liebe und Dankbarkeit. Ich vertraue. Ich bin offen für Erkenntnis. Ich lausche und empfange. Ich vertraue meiner Intuition. Ich wirke Wunder. Ich erkenne mich im Spiegel des Lebens. Ich bin voller Hingabe und Vertrauen. Ich bin mutig. Ich vertraue den Botschaften meines Herzens. Ich bin empfänglich und berührbar. Ich gebe mich hin und folge meiner Intuition. Die Energie fließt frei durch mich. Ich bin flexibel und durchlässig. Ich bin ganz heil. Ich bin ganz. Ich bin. Ich bin Geschöpf und Schöpfer zugleich.
Ich bin Teil dieser unendlichen Fülle und schöpfe aus der Ewigkeit. Ich bin offen und bereit für Wunder. Ich folge dem Weg meines Herzens. Ich stehe zu meinen Gefühlen. Ich nehme auch kleine Impulse wahr. Ich bin wach für die unendlichen Möglichkeiten. Ich bin voller Liebe und Dankbarkeit. Ich vertraue. Ich bin offen für Erkenntnis. Ich lausche und empfange. Ich vertraue meiner Intuition. Ich wirke Wunder. Ich erkenne mich im Spiegel des Lebens. Ich bin voller Hingabe und Vertrauen. Ich bin mutig. Ich vertraue den Botschaften meines Herzens. Ich bin empfänglich und berührbar. Ich gebe mich hin und folge meiner Intuition. Die Energie fließt frei durch mich. Ich bin flexibel und durchlässig. Ich bin ganz heil. Ich bin ganz. Ich bin. Ich bin Geschöpf und Schöpfer zugleich. Ich bin Teil dieser unendlichen Fülle und schöpfe aus der Ewigkeit. Ich bin offen und bereit für Wunder. Ich folge dem Weg meines Herzens. Ich stehe zu meinen Gefühlen. Ich nehme auch kleine Impulse wahr. Ich bin wach für die unendlichen Möglichkeiten. Ich bin voller Liebe und Dankbarkeit. Ich vertraue. Ich bin offen für Erkenntnis. Ich lausche und empfange. Ich vertraue meiner Intuition. Ich wirke Wunder. Ich erkenne mich im Spiegel des Lebens. Ich bin voller Hingabe und Vertrauen. Ich bin mutig. Ich vertraue den Botschaften meines Herzens.
Ich bin empfänglich und berührbar. Ich gebe mich hin und folge meiner Intuition. Die Energie fließt frei durch mich. Ich bin flexibel und durchlässig. Ich bin ganz heil. Ich bin ganz. Ich bin. Ich bin Geschöpf und Schöpfer zugleich. Ich bin Teil dieser unendlichen Fülle und schöpfe aus der Ewigkeit. Ich bin offen und bereit für Wunder. Ich folge dem Weg meines Herzens. Ich stehe zu meinen Gefühlen. Ich nehme auch kleine Impulse wahr. Ich bin wach für die unendlichen Möglichkeiten. Ich bin voller Liebe und Dankbarkeit. Ich vertraue. Ich bin offen für Erkenntnis. Ich lausche und empfange. Ich vertraue meiner Intuition. Ich wirke Wunder. Ich erkenne mich im Spiegel des Lebens. Ich bin voller Hingabe und Vertrauen. Ich bin mutig. Ich vertraue den Botschaften meines Herzens. Flexibel und durchlässig. Ich bin ganz heil. Ich bin ganz. Ich bin.